Wunderschönen guten Morgen hier aus Helsinki. Wir sind ungefähr eine Stunde zu spät. Dadurch, dass wir gestern nicht geschlafen haben, haben wir so ein bisschen Schlaf nachgeholt. Hat mich heute Morgen mal nicht so stressen lassen. Richtig geil, hier direkt am Hafen. Und jetzt hole ich mir mal so unser Badge. Ganz schön viele Leute hier, über 600 Finnen. Und ich muss jetzt herausfinden, wo mein Raum ist, wo ich gleich oder später spreche. Und dann haue ich ab und hole mir irgendwo einen Flat White. Uhr. Mein Raum. Wochen Whiteboard. Hier ist meine Präsi. Da. Alles klar, da muss ich nur noch ein Whiteboard organisieren, was ich gerne hätte. Wie viele Leute? 1, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23 Personen. Okay, let's do this! So, Flipchart ist organisiert, sollte also um 14 Uhr drin sein. Raus aus der Dunkelheit und rein ins Getümmel. Wir laufen wieder zurück. Wir haben jetzt 2 Stunden hier im Café gesessen. Ich habe meinen Talk noch einmal, bin ich so ein paar Mal durchgegangen. Sitzt quasi alles. Ja, und jetzt habe ich dann, ja, ich weiß nicht, so eine Dreiviertelstunde, 60 Minuten Vortrag. Ich werde so einen Mix aus Vortrag und Workshop machen. Wird bestimmt spaßig. Ich bin gespannt, wer alles da sitzen wird. Wir alles Finnen. Auch mal ganz interessant, andere Kultur. Mal schauen, wie offen oder verschlossen diese sind. Clarion Hotel ist ein ziemlich cooles Hotel. Also hier in dem Raum hätte ich auch nichts dagegen, einen Workshop zu halten. Mega Aussicht. Und ich habe gehört, dass der Pool ziemlich geil sein soll. Der ist auch beheizt. Den schauen wir uns mal an. Der ist nämlich auch hier oben auf dem 16. Stock. Ja, ja. Schau mal, wer da war. Schön Casey Neistat. Geilo. Das ist ziemlich fett hier. Jawohl. Nice. Fliegt seine Drohne. Hier, mega fetter Pool. Richtig geil. So, jetzt haben wir doch noch Casey Neistat getroffen, aber ich wollte jetzt da einfach überhaupt nicht reingrätschen. Das war echt Zufall, dass wir dazugekommen sind. Und wir sind auch sofort wieder abgehauen, weil der Typ ist mega bekannt, der will seine Ruhe haben. Der hat später einen großen Vortrag vor, weiß ich nicht, 600 Personen hier. Und hat dann immer sowas mit Respekt zu tun, die Leute anzusprechen und dann in ihrer Zeit vor so einem Vortrag zu nerven. Also sind wir wieder gegangen. Bin gespannt auf das Video. Er war auch übrigens überhaupt nicht gesprächig. Eher so, oder? Eher so, bitte gib mir meine Privatsphäre, die wir ihm natürlich sehr, sehr gerne gegeben haben, weil ich das auch sehr, sehr gut verstehe. Wenn wir manchmal unterwegs sind, dann werden wir auch nicht so oft wie er angesprochen, aber schon auch sehr oft. Und das ist immer, ist cool, aber es kann auch anstrengend sein, wenn du vielleicht so gestresst bist vor so einem Vortrag. Auf geht's, es ist 14:15. Ich habe jetzt 10, 15 Minuten, um mein alles aufzubauen, alles fertig zu machen, alle Seiten zu öffnen. Und dann geht's jetzt hier hoch in Hilly. Da arbeiten sie schon an meiner Präsentation. Who's that guy? You.
Ah, keine Recognizer. So, das war's. Hast du gefilmt? Hast du nicht gefilmt? Ne? Nein, ja, es wurde nicht gefilmt. So, also, das war's. Ich glaube, es war ganz gut. Also, ich weiß nicht, was für einen Eindruck ihr von Finnen habt, aber sie sind sehr still, wenn sie einen nicht kennen. Und das ist halt so, dieses Engagement ist vielleicht nicht so, ist vielleicht ein bisschen schwer, aber es ist, ich bin ganz zufrieden. Line ist zufrieden. Ich frag mal die da. Are you guys happy with the presentation? Yes, we are. It was really good. Good. Ich hoffe, die waren im Bild. Es war gut. Also, jetzt gehe ich noch mit den Zweien hoch. Die wollen, dass ich mir ihren Blog anschaue und daran arbeite. Und dann haben wir gleich noch Casey. Hey, Gunther! So good to see you. How are you? How are you? Good? Wer diesen Herrn nicht kennt, Superstar auf Instagram. Bulls, but, unter, awesome. unten verlinkt. Richtig geile Bilder. Vielleicht kennt ihr ihn als der Typ, der die Eichhörnchen immer folgt. Eichhörnchen. Eichhörnchen. Die, Eichhörnchen. Yeah, you've heard this before, right? That's the guy of the Eichhörnchen. Casey Neistat spricht. Ich bin sehr, sehr gespannt, was er so zu sagen hat. Hey guys. You guys know those Dudesons guys? They had this terrible idea yesterday and they duct taped me to the roof of a go-kart. It's not, don't laugh at that. Don't encourage them. I had very like big aspirations when I was a kid. And they all started with a desire to sort of share my voice. I didn't really understand that when I was younger. I didn't understand what that meant or how that might manifest. But that was it. I think of sort of being brave, especially in the marketing space. I think you don't have a choice. If you're timid, if you take the safe path, it's a non-starter. You failed before you've begun. Mediocrity in any creative avenue yields exactly nothing. Okay. Mediocrity is worse than bad. In marketing, there's only one thing worse than making something bad, and that's making something invisible. And anytime you play it safe, it's invisible. It's those commercials that we see during the show that we love to watch. It's the commercials we flip past when we're looking at a magazine. It's what we scroll past on Facebook. That's invisible. And that's the very worst thing you could ever be in marketing, is invisible. Oh, das war's. Das war das Event. Das war auch Casey Neistat. Cooler Vortrag. Mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Er hat einfach mal so runtergerockt, hat sich drei Notizen auf seinem Zettel gemacht und darüber geredet. Und jo, wir müssen jetzt einmal kurz hoch, noch ein bisschen was arbeiten, noch eine Sache machen, ein Telefonat führen und dann wollen wir gleich die Party. Bin gespannt. Oh, wir sind wieder unterwegs. Ich sag's euch, ihr Lieben, typischer Tag, an dem ich einen Vortrag halte. Ich habe noch nichts gegessen heute, nichts. Ich habe Hunger. Richtig Hunger. Es ist auch schon wieder richtig spät. Das, der Schein trügt, das ist so, weil es so hell ist. Aber es ist 8 Uhr. Ich habe Hunger. So, jetzt ein geiles Hotel. So, jetzt suchen wir uns mal was Cooles zu essen. Ich habe gerade gesehen bei Foursquare, hier vorne ist eine Markthalle, die wohl bis 22 Uhr auf hat. Wenn das jetzt nichts Gutes ist, dann gehen wir einfach wieder zum Naughty Burger. Habe jetzt einfach überhaupt keinen Bock mehr, jetzt irgendwas zu suchen. Und ich habe wahnsinnige Kopfschmerzen. Mein Kopf explodiert. Aber es war ein guter Tag. Ich bin happy. Mein Vortrag war gut. Feedback war gut. Du bist auch zufrieden. Boss ist zufrieden. Also geht. Richtig geil. Ja, gerade sind wir an einem Schiff vorbeigefahren. Das ist eigentlich eine Bar. Die wird gerade fertig gemacht. Ich habe mit den Eigentümern kurz geredet. Die wird gerade fertig gemacht, wird am Sonntag aufgemacht und sie ist permanent. Ich zeige sie euch gleich auf dem Weg zurück. Ich hoffe, ich denke dran. Aber richtig fettes Ding. Direkt da am Hafen.
Ist bestimmt beliebt, glaube ich. Und jetzt gehen wir hier nach Kauppahalli. Saluhall. Oder irgendwie sowas. So. Das soll hier eine ziemlich coole Markthalle sein. Von gestern war besser. Der noch nicht medium rare. Der ist eher medium done. Auf geht's zurück. Essen war lecker. Aber wenn man jetzt nur kurze Zeit nach Helsinki kommt und einen Burger haben möchte, dann sollte man den Naughty Burger statt Date Burger. Ich habe euch versprochen, ich zeige euch noch dieses coole Boot oder dieses coole Schiff mit der Bar. Hier ist es. Mega cool. Da ist das Hotel, da ist das Schiff. Ziemlich nice. Und schaut mal, da ist ein kleiner Whirlpool, der sogar beheizt ist im Meer. Wie fett ist das denn bitte? Da schläft schon wer halbwegs und ich bin auch ziemlich fertig. War ein krasser Tag. Wir haben ja auch noch ein bisschen gearbeitet zwischendurch. Und wir gehen jetzt da hoch. Aber das war es jetzt erstmal für heute hier aus Helsinki. Morgen früh geht's wieder zurück oder morgen Mittag geht's wieder zurück. Wir sind morgen Abend wieder zu Hause in Hannover. In dem Sinne hoffe ich, dass der Tag euch trotzdem gefallen hat. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Kanal könnt ihr in der Ecke hier abonnieren, falls ihr neu dazugekommen seid. Dann sehen wir uns, wie gesagt, morgen wieder hier. Nochmal kurz aus Finnland und dann zurück in Hannover, bevor es dann in 3 Tagen nach Japan geht. Mega cool. In dem Sinne, wünsche ich euch eine wunderschöne Nacht, beziehungsweise einen schönen Tag und nicht vergessen, stay wild. Bis dann, tschüss.